High Five, Apple Watch Serie 5. Ja. Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Da ist sie nun, die Apple Watch der Serie 5 endlich angekommen. Hat recht lang gedauert, die Lieferung bei mir. Und zwar, hier hinten sieht man es nochmal, Serie 5 Space Gray Aluminium Case, 44 mm mit einem Stoff. Loopband oder wie die Dinger auch genau heißen. Ich mache es relativ flott jetzt, denn es ist spät, ich bin müde und ich will sehen, wie das Ding aussieht. Deswegen machen wir hier ein fixes Unboxing und ja, wer das Unboxing der Serie 4 gesehen hat, für den wird es hier keine großen Überraschungen geben, denn das ist genau gleich gehalten. Also wir müssen das hier einmal aufmachen und dann gibt es hier die schöne Origami-Entfaltung mit diesen verschiedenen Designs hier der Apple Watches drin. Ist schön gemacht, kann man nicht anders sagen, ist sehr schön gemacht. Dann haben wir hier einmal eine kleine Box, da sieht man schon, da wird die Uhr drin sein und ja, mehr sehen wir erstmal nicht. Und dann noch eine zweite Box, da ist dann das Armband drin. Jetzt muss ich doch kurz nochmal lesen, Sportloop, genau, so heißen die Bänder hier. Tja, und dann kann der Teil der Packung auch schon weg. Und wir schauen direkt mal hier rein. Natürlich lässt sich das doch, ja, wollte gerade sagen, hier elegant öffnen mit diesem Ziehverschluss hier vom Plastik. Plups. Und dann können wir direkt mal hier die Packung öffnen und sehen schon, dass wir hier die Apple Watch direkt präsentiert bekommen. Hier in diesem kleinen Stoffding drin. Und ich nehme sie mal raus. So ist sie eingepackt. Hier mit diesem Alcantara-Stoff würde ich mal sagen. Da steht auch nochmal 44 mm drauf und wenn wir sie dann mal rausschieben, am besten ohne, dass sie hier direkt rausspringt, na, komm her, dann sehen wir das kleine Wunderwerk hier direkt schon mit einem Apfel drauf. Das ist aber hier noch nicht eingeschaltet, sondern ein kleiner Sticker, Apple Inc., One Apple Parkway, ja, mit der Adresse drauf. Sehr schön, ich war da, schön war es, ich wäre aber gerne noch näher rangekommen. So, und scheinbar habe ich sie doch schon eingeschaltet. Auch mal auf die Rückseite kurz geschaut mit dem neuen Sensor, in dem man mich auch wunderbar sehen kann. Also hier einmal für den Puls, für die Herzfrequenzmessung und einmal hier dieser silberne Ring. Das ist der EKG-Sensor in Kombination mit dem Button hier an der Seite wird dann hier eben das EKG gemessen. Dann nochmal der zweite Knopf, ein Mikrofon und natürlich die Lautsprecher hier auf der anderen Seite. Sehr schön. Mich hat es ja schon, ganz ehrlich gesagt, in den Fingern gejuckt bei der Serie 4, weil ich habe ja hier noch die Serie 3 am Handgelenk. Und der neue Formfaktor, der war einmal interessant. Das Display ist ja auch ein gutes Stückchen größer geworden. Aber ich dachte mir, von 3 auf 4, das ist dann vielleicht doch ein etwas kleiner Sprung. Ich habe es mir verkniffen. Es ist mir nicht leicht gefallen. Aber jetzt mit dem Always-On-Display, das wir uns natürlich hier nachher noch mal kurz anschauen, wie das aussieht, hat es mich dann im Endeffekt jetzt dieses Jahr überzeugt. Hier haben wir noch mal so das übliche Quick-Start-Guide, Garantiebestimmungen. Nicht wirklich spannend. Dann natürlich hier unser Ladekabel. Das ist noch mal so der kleine Ladepunkt. Puck mit ganz normalem USB-A-Anschluss an der anderen Seite und, na, wie ist der denn hier eingepackt? Da haben wir den normalen Ladepuck. Damit kann man übrigens alles laden, von Serie 0 bis Serie 5. Da hat sich nichts dran geändert. Und unser normales kleines 5 Watt Apple-Netzteilchen, das wir schon seit ja, gefühlten 100 Jahren kennen. So, also so viel zur Uhr. Dann schauen wir jetzt nochmal schnell hier das Sportloop-Armband an. Auch hier können wir die Lasche hier schön öffnen, einmal runterziehen. Und wie geht's auf? Ah, hier an der Seite geht's auf. Und dann ziehen wir es mal komplett raus. Auch hier nochmal, dass man nicht vergisst, was man da auspackt. Apple Watch aufklappen. Kurze Erklärung, wie das Ding dann reingehakt wird und wie es funktioniert. Und dann haben wir hier das Armband. Ich nehme es mal flott raus. Das ist das Schöne dieses Jahr. Man kann sich das ja alles jetzt hier wunderbar zusammenstellen und hat nicht irgendwelche fixen Kombinationen, sondern man kann sich Armband, Uhr, Farbe, Material, alles schön zusammenpuzzeln. Ich habe mich jetzt mal hier für diese Variante entschieden, für so eine graue. Und ich denke, das passt ganz gut. Ich habe schon einige von den Bändern hier, allerdings von Drittanbietern, denn zum Nachkaufen sind die mir echt zu teuer. Aber jetzt habe ich ja noch ein schönes Originalband. Und irgendwas kommt mir hier ultra dick und knubbelig vor. Steckt denn hier noch irgendwas drin in der Packung? Oder nee, das ist nur so eine Faltung, dass da ein bisschen Platz war. Also, fertig ausgepackt, Freunde. So schnell geht das hier. Und dann mache ich das Band mal eben noch flott dran. Ich glaube, so rum müsste das eigentlich richtig sein. Einmal rein. Oder so rum. Ha,
Ich lerne es einfach nicht. So rum war richtig, da hat es schön eingerastet. Und das gleiche dann nochmal hier auf der anderen Seite. Jawohl, und da haben wir sie, die Apple Watch Serie 5. Man sieht schon, ich habe ja hier die 42 mm Variante Serie 3. Und dann hier, das ist jetzt 44 mm. Es ist ein bisschen größer und vor allem ein bisschen runder noch geworden. Aber das vergleichen wir später nochmal. Die schreit schon die ganze Zeit nach der Einrichtung. Das werde ich jetzt machen. Und dann schauen wir uns nochmal das Always-On-Display an. Aber soweit, muss ich sagen, gefällt sie mir ganz gut. Vor allem mal hier in Space Grau. Ich hatte ja die allererste Serie 0 in Silber. Dann habe ich mir hier mal das Gold geholt, was je nach Lichteinfall mir ein klein bisschen zu rosa fast aussieht. Und dann habe ich jetzt eben mal hier das Space Grau geholt. Alles andere ist echt zu teuer. Also für meinen Geschmack Stainless Steel ist ganz schön, aber zu teuer. Und von Keramik und was war das andere noch? Titan. Gott. Gott, jenseits von Gut und Böse. So, jetzt richte ich die kleine Uhr aber erstmal ein. So Leute, die Uhr ist eingerichtet. Werfen wir mal einen Blick hier auf das Always-On-Display. Und ihr seht das schon, das hier ist schon das Always-On-Display von diesem Watchface. Und wenn ich mal drauf gehe, dann erhöht sich hier direkt mal die... Na, was kommt denn da schon, eine Aktivität? Dann erhöht sich hier direkt nämlich die Helligkeit. Also hier fällt es kaum auf, denn hier habe ich keine großen Komplikationen. Wir schauen einfach mal über ein paar Watchfaces drüber. Hier, das wird auch gleich einschlafen. Und dann sehen wir dann, wie das Always-On-Display aussieht. Denn ich glaube, da würde auch hier... Moment, ich mach's mal so. Da könnt ihr sehen, die 17 wird dann hier nicht mehr voll angezeigt, sondern auch nur noch mit den Umrandungen. Und wenn ich das Display nochmal aufwecke, dann wird die wieder voll eingeblendet. Also so funktioniert das hier auch bei dem Watchface. Ich halte es mal an. Das ist der Always-On-Modus. Dort sieht man den Sekundenzeiger nicht umlaufen und es ist natürlich abgedimmt. Und beim Aktivieren haben wir den Sekundenzeiger wieder und er läuft hier rund. Schauen wir einfach mal weiter. Hier habe ich so, ja, wo verschiedenste Komplikationen drauf sind. Also Always-On-Modus haben wir so und einmal nochmal die normalen. Da wird wieder alles eingeblendet. Ist eine ganz coole Sache. Hier bei dem Flammenmodus ganz klar Always On. Dort sieht man nur Stunden- und Minutenzeiger. Beim Einschalten ist der Sekundenzeiger wieder da und es brennt. Also ist eigentlich eine ganz coole Sache. Bei dem Modus hier, diese Sonnenuhr, glaube ich, heißt das. Da sieht man also kaum einen Unterschied, außer dass hier die Helligkeit deutlich unterschieden wird und dass hier die Komplikation dann erst nochmal eingeblendet wird. Aber wo ich das nochmal ganz cool finde, hier zum Beispiel, das Ziffernblatt ist jetzt hier dunkel. Und beim Anschalten wird es wieder weiß und auch hier unten der Kompass springt dann direkt an. So, switchen wir noch mal ein bisschen durch zu ein paar anderen Watchfaces, die da interessant sind. Zum Beispiel der hier, Uhr mit Aktivitätsringen. Das ist der Always-On-Modus, abgedimmt, kein Sekundenzeiger, eingeschaltet, Sekundenzeiger läuft, Farbe ist wieder voll da. Hier zum Beispiel auch eines der neueren Watchfaces, auch mit den Komplikationen. So ist der normale Modus mit Sekundenzeiger. Und das wäre dann der Always-On-Modus. Sekundenzeiger weg, der Rest ist noch sehr, sehr gut zu erkennen. So, und dann hier zum Beispiel bei dem hier auch ein ganz neues Watchface. Sieht ganz nett aus. Das ist der Always-On-Modus. Schön in schwarz, je nachdem, welche Farbe man wählt. Hier Always-On ist immer schwarz und beim Drauftippen wird es dann eben farbig und dann bewegt sich hier auch wieder ein bisschen mehr. Mickey Mouse, ganz normal. Das ist der Always-On-Modus. Nur noch die Handschuhe sind hier relativ hell und ansonsten wird es ja ziemlich ausgeblendet und natürlich der Fuß wippt nicht mehr und wir tippen drauf und Mickey Mouse kommt wieder ins Leben zurück und tippelt wieder weiter. So, bei dem hier, also das ist ja auch ein Watchface, das gab es ja bei der Apple Watch 4 zum ersten Mal mit so vielen Anzeigen. Das ist der Always-On-Modus und das ist dann wieder der normale, dort läuft die ganze Geschichte wieder weiter. Ist eine ganz coole Sache. Ich bin aber gespannt, wie sich das wirklich auf die Akkuzeit oder auf die Akkulaufzeit dann auswirkt. Bei so einem Watchface zum Beispiel. Relativ viel schwarz. Da könnte es eigentlich, sage ich mal, ganz gut was bringen, das Always-On-Display. Aber hängt natürlich auch stark davon ab, ob jetzt hier irgendwie so ein Watchface gewählt wird, wie hier. Mache ich mal auf Always-On. Dort seht ihr, das ist selbst beim Always-On-Display ziemlich viel Farbe noch dabei und ziemlich viele Pixel, die dargestellt werden müssen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man das deutlich bei der Akku oder bei der Akkulaufzeit dann merkt. Und so sieht es dann eben aus, wenn es wieder normal weitergeht. Also eine ganz coole Sache, eine interessante Sache. Ich werde das auf jeden Fall im Blick behalten, Freunde, diese Always-On-Geschichte. Und euch nochmal dann in einem separaten Video informieren. Ich
ich weiß nicht, nach ein paar Wochen, vielleicht nach 4, 5, 6 Wochen Nutzung, kann ich da ganz deutlich mal was zu sagen, wie sich das jetzt auswirkt und ob die Apple Watch Serie 5 ein guter Kauf ist oder ob man noch ein bisschen warten soll oder sich eine Serie 4 günstiger sichern soll. Naja, wir schauen einfach mal. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Mi Apple Cat. Macht's gut!